Einen wunderschönen guten Abend zusammen zum Stereo Trader Helpdesk Webinar. Das Ganze natürlich mit Dirk Hilger, aka Mr. Stereo Trader. Mein Name ist Florian Scharschmidt von FX Flat. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen hier zur monatlichen Helpdesk-Reihe rund um das Tool von Dirk Hilger. Und dieses Webinar lebt natürlich davon, dass Sie Ihre Fragen stellen. Natürlich der Dirk gibt natürlich immer sein Bestes, alle Fragen möglichst zu beantworten. Es kann natürlich auch mal vorkommen, dass jetzt hier irgendwie eine sehr komplexe Thematik angesprochen wird oder sowas, was man natürlich in einem Webinar jetzt eher schlecht zeigen kann oder sowas, gerade wenn man es nicht reproduzieren kann. Dann ist es immer schwierig, die Fragen zufriedenstellend, sage ich mal, auf den ersten Blick zu beantworten. Ja? Bevor ich aber dem Dirk jetzt tatsächlich die Moderation übergebe, würde ich einmal gerne noch den Risikohinweis vorweg besprechen, denn Sie kennen es alle, jedes Webinar bei FX Flat dient nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Ja, bitte verstehen Sie das Ganze nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung. Ganz gleich, was der Dirk jetzt testweise zu Erklärungszwecken oder sowas handeln sollte oder aufzeigen sollte im Chart oder dergleichen. Ja, schlussendlich müssen Sie immer Ihre eigenen Entscheidungen treffen. Das ist ganz wichtig, vorweg immer zu sagen. Und dann würde ich sagen, sind wir soweit auch fertig, was das Intro angeht. Ich weiß nicht, Dirk, wie sieht's aus mit der Technik? Bist du schon soweit oder soll ich noch einen Schwenker aus deiner Jugend erzählen? Erzähl du mal einen Schwenker aus meiner Jugend, da bin ich auch mal gespannt. Ach ja, nee, wir können einfach mal starten. Okay, ich gebe dir mal Moderationsrechte. Zack, Sollte zack. irgendwie, wie immer ja alles funktionieren. Irgendwie kriegen wir es ja immer hin am Heute Schluss. funktioniert alles genauso wie immer. Ja, heute funktioniert für alle Dinge. Oh Gott, ey, ich kann nicht mehr reden. Das funktioniert auf jeden Fall nicht. Ja, also reden klappt schon mal nicht, aber ein Bildschirm könnte dafür funktionieren. Richtiger Broker, richtiges Webinar, Ja, wichtig. das ist schon mal gut. Sogar der Titel stimmt, Start stimmt, Kopf stimmt auch, Kamera ist aus, das ist gut so. Und hoffentlich bleibt das auch so. Nein, ich bin ein bisschen kaputt. Glaube ich, hört man noch an meiner Stimme. Und irgendwie letzte Nacht irgendwie ein bisschen wenig geschlafen, keine Ahnung. Und ja, das ist so, ich weiß nicht, wie es dir so geht, aber irgendwie. Dadurch, dass halt überall die Heizungen so ein bisschen reguliert sind, ist es nicht wirklich warm. Und ich sitze hier teilweise mit der Wolldecke rum und bin gerade irgendwie leicht angeschnupft. Das geht mir so ein bisschen auf den Keks. So, aber nichtsdestotrotz, kurze Rede, langer Sinn, auch von meiner Seite. Hallo und herzlich willkommen zum Helpdesk-Webinar mit Florian. War da sonst noch einer? Nö, ne? Nö, 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 ich bin alleine hier. Na gut, okay, dann mach du mal. Ich spiele dir dann die Fragen zu und du beantwortest das. Nein, genau. Also hat er gerade schon wieder gesagt, ne, auch wenn ich bestimmte Positionen eröffne, aber diesmal ist es ja wirklich absolut nur zu Testzwecken und nichts weiter. Deswegen bitte nicht nachmachen. Mal gucken, was so hier an Fragen reinkommen, weil darum geht es ja. Hier kommen auch schon lustige Kommentare. Der skaliert noch den DAU. Ja, tatsächlich, ich habe eigentlich ist das mies, aber ich habe vorhin ja, ich habe auch in der Gruppe geschrieben, also solange noch keine Fragen da sind, kann man hier noch irgendwie kurz drauf eingehen. Vorhin in der Gruppe auch noch irgendwie geschrieben, so, das ist alles viel zu einfach mit dem Long, ich gehe mal raus. Habe ich dann auch gemacht und bin dann halt erstmal, habe ich vorhin mal eine Runde aufs Ohr gelegt, weil ich halt so ein bisschen, wie gesagt, kaputt bin. Und hat dann eine Order unten vergessen, also nicht vergessen eigentlich, sondern und habe nur so gedacht, wenn die jetzt auch noch gefüllt ist, dann weiß ich es auch nicht. Und die ist tatsächlich auch noch gefüllt und ist auch gerade schon wieder vorne. Keine Ahnung, ob das jetzt was wird mit dem Long, aber das wäre dann wirklich halt so der Tag, wo dann alles aufgegangen wäre im Trading. Das wäre natürlich ein bisschen heftig, aber der stört mich jetzt auch nicht unbedingt bei dem Webinar, weil der ist einfach der Stop auf Break-Even und das ist eh dann jetzt halt nur so ein Bonus-Ding, was da halt mit reinspielt. So, aber wie gesagt, das ist ja nicht der Sinn dieses Webinars, sondern der Sinn ist ja, dass wir hier, jetzt hätte ich gerade spaßhalber gesagt, hier Long All In gehen. Aber das ist ja hier nur Demo, ne? Steht auch, also denke ich mal, ja, oben, ja. Und sondern geht ja nur darum, hier Funktionen irgendwie zu besprechen vom Stereo Trader. Problemchen, wenn irgendwo irgendwelche sein sollten. Und ich versuche dann halt immer die Antworten halt zu finden. Welche Gruppe meinst du? Fragt dir gerade der Werner. Das ist die Facebook-Truppe. Facebook-Truppe. Ich, sorry, ich bin irgendwie so ein bisschen
Weiß auch nicht, so ein bisschen durch den Wind. Die Facebook-Gruppe Traders Club Stereo Trader. Ne, dort ist ja auch immer mein täglicher Blog und so weiter verlinkt. Morgens um 7, wo ja immer so der Grundfahrplan drin steht, von dem, was der Dauer machen soll, darf oder wie auch immer. Und je nachdem, wie es dann halt mein Tagesablauf, meine Zeit erlaubt, schreibe ich dann da halt im Laufe des Tages nochmal Details. Und da habe ich halt morgen auch irgendwie, heute war ich relativ kommunikativ in der Gruppe und es hat tatsächlich alles gepasst, was ich da geschrieben habe. Und ja, also wie gesagt, das ist Traders Club Stereo Trader in Facebook. So, was haben wir denn da? Außer Moin Moin, der skaliert noch den DAO und eine Frage zum VPOC. Da bin ich aber mal gespannt, da bin ich eigentlich der total falsche Ansprechpartner, VPOC. Kutnot. Timo ist ja Das da, ist. wenn falls irgendwas sein sollte. Bitte? Der Timo ist auch da, falls er irgendwie was Ja, weiß. das ist absolut Timos Abteilung, VPOC. Da kann ich irgendwie gar nichts zu sagen. Also. Timo, wenn du, magst du die Frage beantworten, wenn du da bist? Also er sagt, seit einer Woche fehlen VWAP, OWP und SUP. Fehleranzeige laut Terminal-Experten, Error could not download remote file. Neuinstallation hat nichts gebracht. Also wie gesagt, ich bin da leider komplett der falsche Ansprechpartner dafür. Timo ist still. Der Timo ist still. Der hat sich direkt mal aus dem Staub gemacht, als er seinen Namen gehört hat, wahrscheinlich. Ich auch, nein, deswegen bin ich, wollte ich einmal zugucken und jetzt werde ich hier schon direkt mit der ersten Frage konfrontiert. Timo, gib doch mal ein Lebenszeichen von dir, weil sonst sind tatsächlich hier auch gerade gar keine Fragen da. Also wenn irgendwas sein sollte, irgendwelche Fragen, gerne jetzt raus dafür, weil Helpdesk ist ja tatsächlich genau dafür da, spontan eine kleine Fragen oder sowas rund um den Stereo Trader einfach einzubringen. Der Dirk setzt sich hier schon freiwillig auf den heißen Stuhl, Genau. und stellt sich den Fragen, ne? Das ist die richtige Formulierung, der heiße Stuhl. Heiße, so nämlich. Ja. Du klingst auch verschnupft, oder habe ich mich Ich gerade bin verhört? absolut krank. Aber es ist schon wieder Absolut besser. krank. Letzte Woche war es noch wirklich schlimm. Jetzt geht's wieder. So, da hast du ja, Dirk. Wann kommt die neue Version? Ja, das frage ich mich auch. Ach, der Martin, der soll mal nicht hier rumstänkern. Der soll mir einfach privat schreiben. Weil momentan einfach sind ein paar Sachen einfach im Hintergrund, die halt nach wie vor noch erstmal gemacht werden müssen und die einfach so ein bisschen Priorität haben, weil insgesamt läuft die ganze Geschichte ja hauptsächlich, also relativ, würde ich mal sagen, doch insgesamt rund, ja. Und klar gibt es immer hier und da mal irgendwie Kleinigkeiten, aber jetzt irgendwie gar nichts, was jetzt irgendwie großartig anbrennt. Und von daher dauert das tatsächlich noch ein bisschen. Also kriegen wir ein Smiley als Antwort, ja. Das weiß er auch selber, ne? Der Martin. So, oh, wie kommt man an den Stereo Trader? Ja, Dirk, jetzt bin ich mal gespannt. Ja, das ist deine Abteilung jetzt. Das ist ja Nein. FX Flats. Also ich kann ja da ganz viel erzählen, wie man da dran kommt, aber ich glaube, Du 90% der kannst Antworten ganz wirst du viel gar nicht gut erzählen. finden. Ja, nee, ich kann das ruhig gerne beantworten. Genau. Nein, den Stereo Trader gibt es grundsätzlich beim Konto bei FX Flat kostenfrei dazu. Ja, das heißt, im Demokonto kann man den einfach so ausprobieren, ein bisschen rumtesten. Gibt es als Download bei uns auf der Website. Ansonsten, wenn man später ein Live-Konto hat, bei uns bei FX Flat für den MetaTrader 4 oder 5, völlig egal, einfach kurz unserem Support-Team Bescheid geben. Dann schalten wir das Ganze zur Nutzung frei und dann können Sie den kostenlos benutzen. Das ist sehr unumständlich. Genau. Genau. Wie gesagt, ein Demokonto braucht man überhaupt nichts zu machen. Auch später
muss man dann einfach nur bei FXFlat Bescheid sagen, ich hätte den gerne auf dem Live-Konto und dann kümmert sich FXFlat darum und man muss im Stereotrader selber dann auch nichts irgendwie einstellen oder so, sondern das ist, geht alles vollautomatisch. Ich So glaube, den sieht's holt er mir aus. jetzt hier unten im Break-Even ab. Also knapp ist ab. Also hier ungefähr wäre mein Long. Bin mal gespannt. Aber das muss jetzt, ja, jetzt bin ich auch gerade rausgeflogen. Ja, das passt schon. Wahrscheinlich genau ist das die Stelle, wo er jetzt dreht. Ja, insgesamt, der Markt ist so ein bisschen, ich habe vorhin auch noch irgendwie privat geschrieben, jemand, so irgendwie, wo der so long war, gesagt, das jetzt zieht jeder Blinde, dass das Ding long ist, jetzt, die müssen erstmal alle raus, die das jetzt gesehen haben. Jetzt muss erstmal alles rausgekegelt werden und dann sucht der Markt sich nochmal einen Punkt und dann zieht er nochmal eine Runde nach oben. Und der war vorhin eigentlich, also der Punkt ist aber hier irgendwie nicht weitergekommen, der Dow, ne? Und er hätte natürlich hier über den Kassaschluss halt drüber laufen müssen und dann wäre es halt gut gewesen. Aber hat er irgendwie nicht gemacht. Also es das heißt auch nicht, dass er jetzt unbedingt long aufgehen muss, aber tatsächlich ist insgesamt vom Bild hat das Ding schon die Chance gehabt, da heute durch die Decke zu gehen. Aber jetzt haben wir hier nur noch seitwärts Gewackel, nachdem es vorhin so schön long ausgesehen hat. Aber der Tag ist ja noch nicht vorbei. Wir wissen ja, wie es ist. Vor allen Dingen gerade montags ist ja auch alles gerne mal ein bisschen anders. Ich glaube, Ja, Dirk, irgendwie ist das heute ganz schön still heute. Bitte? ist ein bisschen still. Ich glaube, momentan ist der Stereotrader Ja, wirft es nicht so viele funktioniert nicht Fragen mehr so. auf. So kommt das auf jeden Fall rüber. Muss man wieder ein paar Fehler einbauen, glaube ich. Bitte nicht. Danke. Aber der Timo ist irgendwie nicht da, ne? Der ist Also. da, aber halt auch irgendwie nicht. Ne? Ja. Okay. Ja, wie gesagt, Mario, ne, wir warten, also der Timo ist irgendwie, vielleicht hat er sich irgendwie nur eingeloggt und wollte irgendwie nachher nochmal reingucken, keine Ahnung. Das ist ja nicht Timos Webinar hier, aber der Timo hat tatsächlich VPOC programmiert. Und von daher kann er natürlich wesentlich besser sagen, was es mit den Fehlermeldungen und so weiter dann vor allen Dingen auch auf sich hat. Ich bin irgendwie geneigt, ich gucke gerade den Long nochmal aufzumachen. Ja, das juckt mir in den Fingern. Nee, weil das ist halt einfach, also das Ding ist ja, man soll ja irgendwie nicht verbissen sein, ne? Aber ein Grund, warum ich heute Nacht spät ins Bett bin, ist, ich wollte den Long haben. Ich wusste, das Ding geht nach oben und es war irgendwie so klar. Und da musste ich aber so irgendwie zwei, dreimal irgendwie ansetzen, bis das Ding dann halt irgendwie abgesichert werden konnte. Und dann habe ich mich erstmal ins Bett gelegt. Und dann war er auch glücklicherweise heute Morgen auch noch da. Ist dann jetzt halt eben ein Stück weit darauf gelaufen, aber halt auch nicht so weit. Und aber insgesamt war das halt, ist, oder generell ist es halt eine Chance, ne? Ich meine, gerade wenn man sich halt irgendwie das Ganze vom, wenn man das halt irgendwo im Wochenchart halt anfängt, das Ganze zu betrachten und jetzt irgendwie nicht zu klein klein. Und dann hat man natürlich hier schon, wäre schon möglich, dass der halt eben nochmal rauf auf 30.000 läuft und eben doch noch das ganze Bild nach positiv dreht. Also allein der Versuch ist ja schon irgendwie interessant, selbst wenn das dann nachher am Ende nicht macht. Ja, aber halt das wieder nochmal hochlaufen, also da würde ich ja fast meine Hand dafür ins Feuer legen. Also nicht ab jetzt unbedingt hier im M5 gesehen, beziehungsweise hier im H1, das muss jetzt nicht unbedingt sein, aber generell, auch wenn der jetzt nochmal einen Schlenker macht, die Oberseite ist noch nicht durch. Also, und von daher, und wenn er, und deswegen, solche Chancen gibt es halt irgendwie dann auch nicht oft, weil wenn es dann natürlich so kommen sollte, dass wir eben halt hier genau jetzt in die Saisonalität eben auch erstmal reinlaufen, egal was dann nachher wird, und dann rennt das Ding halt eben auch nochmal 2.000, 3.000 Punkte nach oben. So, und da kann man halt irgendwie auch schon mal zwei, dreimal ansetzen und da halt auch mal ein bisschen risikofreudiger sein. Weil am Ende, wenn man es dann halt irgendwie gut erwischt, hat man dann halt eben dann auch eine Position, die man auch mal irgendwie länger laufen lassen kann. Das hat dann zwar mit Daytrading nichts zu tun, aber letzten Endes geht es ja immer darum, das Risiko zu minimieren. Ne? Und wenn man dann halt irgendwo einen Scalp-Entry findet, der sich dann halt eben danach auch für einen Swing dann halt eben behalten lässt, und dann ist es natürlich eine Geschichte, die
halt interessant ist oder interessanter als einfach zu sagen, ja, ich gehe mal long und lass mal einen Stop von irgendwie, keine Ahnung, 500 Punkten als Swing. Das finde ich halt immer so ein bisschen, ja, kann man machen, aber ist natürlich jetzt nicht so interessant, wie wenn man halt irgendwo, was weiß ich, ein minimales Risiko hat und dann aber halt 20R als möglichen Return dann halt eben oder noch mehr. Ja. Und die waren halt heute schon mal drin, auf jeden Fall. Hier ist jetzt eine Frage, ich weiß jetzt nicht, ob ich die richtig zuordnen kann. Wie arbeitest du mit den Balken auf der linken Seite? Da müsste ich einmal noch genauer wissen, was mit der Frage gemeint ist. Ich glaube, du auch, oder? Ja, also Balken linke Seite. Balken linke Seite ist jetzt für mich ein bisschen, ich jetzt gerade nicht so zuordnen. Habe ich hier VPOC drauf? Ich bin mir gerade gar nicht so sicher. Es kann sein, dass hier irgendwo eine Version rumschwirrt, aber das ist nicht gesagt, dass das die aktuelle ist. Nee, sieht nicht wirklich danach aus. Sieht nicht danach aus. Okay, dann Nee. die Hier ist Frage. das ist keine normale Installation hier, ne? Das ist die Entwicklungsabteilung, wenn man halt so will. Und da muss nicht unbedingt alles, was dann halt irgendwie hier sichtbar ist, dann auch dementsprechend, was dann eben halt da draußen verfügbar ist. Ja. Ah, er meint hier das Volume Profile. Ach Die so. blauen oder grauen am Value Area Low, etc. Ja, also ich meine, hier sieht man jetzt ja eh nur aus dem Tick-Chart, ne? Also wenn das aber halt eben auf dem Live-Konto ist, ich könnte ja mal kurz rübergehen, aber ich muss ich irgendwie kurz mal hier auf Pause drücken bei der Übertragung. Obwohl, warte, lassen wir das mal so. Also generell, ich meine, wie gesagt, jetzt mal bitte kurz vergessen, das hier ist Demokonto. Demokonto, da gibt es auch keine echten Future-Daten, da gibt es nur Tick-Volumen. Aber das lassen wir jetzt mal außen vor. So, weil was ich ja grundsätzlich mache, ist Volume Mapping. Das heißt, ich hole mir die Daten vom Future und projiziere die auf den CFD. Ja, so, und das führt eben dazu, dass ich halt hier eine Volumenglocke habe oder generell halt die Zahlen hier aus dem Volumen, dass die halt alle korrekt sind. Jetzt gibt es keinen, also zumindest von meiner Seite. Ne? Ich bin jetzt nicht jemand, der irgendwie sagt, ja, ich handle hier nur nach Volumenprofil. Das ist ja nicht mein Ansatz. Gibt es aber sehr wohl. Ne? Also der Orkan macht das ja halt zum Beispiel. Da gibt es ja auch das VPOC-Tool, was ich hier tatsächlich leider auch gerade gar nicht zeigen kann. Das heißt, der hat ja einen strategischen Ansatz, der ja nur darauf beruht. Bei mir ist es ja eher halt unter Zuhilfenahme. Ja? Und das heißt, wenn man die Frage halt jetzt pauschal beantwortet haben möchte, dann sollte man sich tatsächlich lieber irgendwie zum Beispiel an den Orkan dann halt wenden und bei dem mal nachfragen, wie er mit dem VPROC halt umgeht. Ja. Und der kann dann halt das zumindest pauschal beantworten aus seiner Sicht, wie er das halt eben in der Strategie halt ansetzt. Bei mir ist es halt immer nur so, generell, das Volumenprofil sagt ja aus, also hier in der blauen Zone, es gibt ja eine blaue und eine graue Zone. Hier auf der linken Seite sieht man es ein bisschen besser. Es gibt immer so einen blauen Bereich und einen, der dann grau wird. So, und das Blaue ist halt die Value Area. Das heißt, das ist das Segment, in dem 70%, also so ist es voreingestellt, 70% des Tagesvolumens gehandelt wurden, ja, oder gerade gehandelt werden oder wie auch immer. Und dann gibt es halt die orangene Linie und das ist halt der Point of Control. Point of Control, das heißt einfach nur, dort ist das meiste Volumen an dem Tag dann halt umgegangen. Ja, also das heißt, dort haben sich einfach die meisten Orders dann halt eben konzentriert. Ob das dann jetzt halt Market war oder was auch immer, beziehungsweise nicht, also letzten Endes Market oder ausgeführte Orders. Also dort, wo wirklich der meiste Umsatz gemacht wurde, das sagt es ja halt aus. Nichts anderes. Und das heißt, wenn man zum Beispiel dann halt einen Markt hat, der jetzt dünn ist, also so gehe ich halt zum Beispiel damit um, wenn ich halt sehe, boah, das ist ein Markt irgendwie, der schlappert irgendwie dünn vor sich her und dann weiß man halt eben so, okay, der nächste Punkt oder der nächste plausible Punkt, den es anzusteuern gilt, wäre dann halt der Point of Control, ja, weil es halt irgendwo klar ist. Weil letzten Endes, wenn jetzt halt irgendwie ein Händler versucht, eine größere Stückzahl durchzusetzen, hat er ja eigentlich wenig Interesse daran,
Also jetzt mal ausgehend davon, dass es nicht dafür ist, eben den Markt zu manipulieren. Ja, das gibt es ja natürlich auch. Aber wenn es halt eben dafür ist, halt, um jetzt eben eine größere Stückzahl abzustoßen, dann wird ja so ein Händler das halt immer dort machen, wo das meiste Volumen ist, ne? Weil ansonsten bewegt sich ja der Markt. So, wenn ich jetzt irgendwie aber, was weiß ich, ein paar tausend Future-Kontrakte irgendwie loswerden will, nur mal als Beispiel, und dann habe ich ja nichts davon, wenn ich danach sagen kann, yay, guck mal, ich habe meine 1000 Kontrakte reingeballert, jetzt steht der Dow irgendwie 100 Punkte tiefer oder 200 Punkte. Da hat ja keiner was davon, ne? Ich meine, kann man zwar mit angeben, aber letzten Endes von jemandem, der die Kontrakte abstoßen will, kann das ja eigentlich nicht das Ziel sein, ja? Sondern der will ja am liebsten die 1000 Dinger so loswerden, ohne dass der Markt sich bewegt. Ne? Weil ansonsten mit jedem Mal, wo der Markt halt nach unten reagiert, hat er ja letzten Endes einen schlechteren Verkaufskurs. So, und das heißt, was man eben zum Beispiel oft sieht, ist, wenn der Markt sich dann halt zum Beispiel dann halt schlapp vorwärts bewegt, wenn man halt sieht, zum Beispiel, okay, wie jetzt hier, also hier würde ich jetzt nicht unbedingt behaupten, dass das Volumen schlapp ist, ja, weil das kann ich jetzt hier auch gar nicht sehen, weil ich halt eben auch, ich sehe auch kein Orderbuch, ich sehe halt nichts, ne, keine Times and Sales, wo man es genau halt irgendwie mal nachgucken könnte. Aber oft ist es eben auch so die Bewegungsdynamik vom Markt, die es halt schon so ein bisschen verrät. Wenn halt nichts vorwärts geht und irgendwie die Kerzen immer kürzer werden und der Markt kleine Gaps macht, ist das oft ein Zeichen dafür, dass es illiquide ist. Und das ist dann halt eben oft auch schon ein Indiz dafür, dass demnächst der Point of Control wieder auf den Plan kommt. Oder zumindest, wenn er außerhalb der Value Area ist, was ja jetzt hier zum Beispiel nicht der Fall wäre, die wäre jetzt hier unten. Da könnten wir jetzt mal gucken, was dort passiert. Also mal ausgehend davon, dass die jetzt nicht ganz falsch ist, hier die Value Area. So, und wenn nicht genug Volumen im Markt da ist, wenn er runterdrücken würde, wäre das genau die Stelle, wo er dann halt zum Beispiel erstmal dreht und dann erstmal wieder ein Stück nach oben läuft. So, wäre er jetzt ganz schlapp hier runtergekommen mit ganz kurzen Kerzen bis da unten hin, könnte man hier sogar, würde ich behaupten, bedingungslos einfach long gehen und zielt dann halt eben nochmal auf den Point of Control. Also halt einfach, ne, da, so würde ich das halt zum Beispiel von meiner Seite dann halt eben nutzen, um zu sehen, okay, was ist plausibel, wenn der Markt irgendwie nicht mehr in die Pötte kommt und dann ist halt eben Point of Control einfach die nächste Stelle. Oder generell ist es eben so, dass der Markt natürlich ein größeres Volumen braucht, um aus der Value Area rauszukommen. Ja, weil wenn jetzt bis dort, bis dahin 70% von heute gelaufen sind, und dann ist es ja halt auch so, ich meine, die Value Area verschiebt sich ja auch, ne? Aber erst, wenn natürlich das Volumen groß genug ist am Rand von so einer Value Area, ne? Damit die halt eben dann in irgendeine Richtung erweitert werden kann. Und selbst hier sieht man auch, wenn es jetzt Tickvolumen ist, ne, es ist ja kein Zufall, dass jetzt genau hier an der Stelle ja dann eben auch gezuckt hat, ne? Also oft stimmt das Tickvolumen mit dem tatsächlichen Volumen auch überein. Also so ganz falsch ist es halt tatsächlich oft auch nicht. Aber ich würde dann halt bei sowas dann doch immer drauf gehen, halt das normale, also das echte Volumen dann halt zu verwenden, ne? Aber hier sieht man es eigentlich ein nettes Beispiel jetzt gerade auf die Frage hin, wie man das verwenden kann. Und auch wenn es dann nur irgendwie so ein paar Punkte, Zuckungen sind, die man dann halt hier zusammenkriegt, aber selten läuft er einfach durch und fällt dann einfach weiter. Ne? Das wäre halt eher selten. Wie gesagt, wenn das Volumen schlapp wird, wenn man sieht, der Markt macht irgendwie immer kürzere Kerzen. Wie gesagt, hier jetzt nicht, ne? Aber trotzdem haben wir halt da jetzt eine Reaktion erstmal. Aber wenn er mit ganz kurzen Kerzen herunterkommt und dann braucht man eigentlich nur über die letzte eine Stop-Order drüber zu setzen und dann sieht man oft, dass er halt hier eben abprallt und dann erstmal nochmal hochzieht in die ja, umsatztechnische Mitte, ne? Und das wäre halt eben wiederum der Point of Control, der dann halt hier oben liegt, ne? Das heißt, also hier wäre dann jetzt quasi nochmal die nächste Anlaufstelle, wenn der Markt jetzt entsprechend dünn wäre. Ob er das jetzt ist, weiß ich nicht. Ich wage es so ein bisschen zu bezweifeln, dass der wirklich so dünn gerade ist, weil er hier schon irgendwie auch mit bisschen Nachdruck darunter gekommen ist. So, trotzdem kann es aber sein, dass dann jetzt hier irgendwie auch jemand, der mit größeren Stückzahlen halt den Markt da halt vor sich herschiebt, dass er sagt, oh, erstmal gucken, ob hier überhaupt noch was geht, ja, ob ich hier überhaupt noch vernünftig abstoßen kann. Weil wenn natürlich hier die Abnehmer halt ausgehen, also wenn die Käufer zu wenig sind, dann kommt das Ding halt hier so ein bisschen dann auch wiederum zum Stillstand. Ne? Aber wie gesagt, es gibt Ansätze, also es gibt Strategien, die nur auf der Value Area basieren, aber
das ist nicht meine Baustelle. Ne? Wie gesagt, ich würde es immer nur in die Überlegungen mit einbeziehen. Ne? So, weil hier sieht man jetzt auch zum Beispiel, wir hatten eine Reaktion. Ne? Wenn man das skypt, kann man das wahrscheinlich auch genauso machen, habe ich tatsächlich nie probiert. Aber für mich ist es, ich setze es an, ein bisschen anders ein, die ganze Geschichte. Aber grundsätzlich nochmal vom Verständnis her, in der blauen, also das ist die Value Area. Hier sieht man die Volumenverteilung in der Glocke. Also je größer hier der Ausschlag nach rechts und hier die orangene, die ist halt immer bis ganz nach rechts verlängert, ne? Einfach nur, damit man es deutlicher sieht, wo der Point of Control liegt. Genauso wie die Value Area Low und das High. So, und hier sieht man die Volumenverteilung. Ne? Je weniger halt, also die Ausprägung dann nach rechts ist, umso weniger Volumen war da. Und das heißt dann halt eben auch, der Markt steuert eigentlich grundsätzlich nicht gerne Bereiche an, wo wenig Volumen ist, ne? Aus eben den genannten Gründen. So, und das heißt, wenn er zum Beispiel dann auch hier in dem Bereich, da zum Beispiel halt, ne? Wenn er da halt reinlaufen würde, dann wird es wahrscheinlich auch erstmal dünn werden. Hier sieht man es ja sogar auf der rechten Seite, ne? Das Volumen dünn, da ist halt eben, ja, es sind zu wenig Abnehmer. Da kann ich halt zu wenig Umsatz generieren zum gleichbleibenden Preis und deswegen prallt es da halt eben da auch gerne mal ab. Wenn man sich hier den nächsten Bereich unten anguckt, da wird es dann halt wieder, da war es so ein bisschen dünner. Und da sieht man andersrum dann halt eben, dass der Markt, wenn jetzt zum Beispiel jetzt jemand eine größere Position reingeben will, ja, dass er gar keine Chance hat, eine kurze Kerze zu machen, weil das Volumen hier dünn wird. Ne? Das heißt, der musste hier in Kauf nehmen, irgendwie die schlechtere Ausführung zu haben. Und weil hier weniger Volumen war, ist der Markt halt auch entsprechend tiefer gerutscht, bis dahin, wo es dann halt wieder ein bisschen ausgeprägter wird. Das wäre dann halt wiederum, also ich mache das jetzt wirklich ganz profan, ja. Also jemand, der jetzt nur das handelt, der wird sagen, nee, das geht doch ganz anders. Das kann ja alles sein, ja. Aber halt, das wäre jetzt so mein Ansatz, ne? Und hier sieht man auch, sobald da an der Stelle, wo es ein bisschen wieder ausgeprägter wird, gibt es auch hier dann erstmal die erste Reaktion und sieht man dann auch hier wiederum. Aber ich vermute fast, weil der hier halt durch einen dünneren Bereich halt durchgegangen ist, dass die Reise hier dann nicht vorbei ist, sondern dass es hier eher in Kauf genommen wurde und dann jetzt hier nach unten ein Stück weit verlängert wird. Ne? Könnte sein. Also muss man sich halt einfach angucken. Aber am interessantesten finde ich halt eigentlich immer den Point of Control, vor allen Dingen, wenn man irgendwie einen Squeeze hatte. Das hatten wir ja letzte Woche. Da hat man ja auch irgendwie gesehen, da hatte ich auch einen Blog geschrieben, ja, bis wohin der Markt eigentlich laufen muss. Und das war am, ich weiß nicht, Mittwoch oder Donnerstag. Und da war es halt eben genau der Point of Control vom Vortag, weil man eben gesehen hat, dass der Markt mit schlappem Volumen nach oben gedrückt hat. Und da habe ich dann auch noch geschrieben, das klappt so nicht, ne? Also, und deswegen bin ich da halt, auch wenn ich mich da sehr festlege, ich kann jetzt hier nur das Bild, glaube ich, nicht mehr auf Anhieb ohne weiter das zeigen. Ich kann es mal versuchen, ob man das da nochmal irgendwie sieht. Vielleicht im M15 kriege ich es noch hin. Mal gucken. Und wo ich halt sagte, da muss der Markt erstmal hin. Ich könnte hier oben gewesen sein, 30.033. Der hat doch hier, genau, die Geschichte war das. Und da hat man nämlich am Vortag gesehen, der ist hier durch den Point of Control gelaufen. Ich hoffe, man kann das erkennen. Hier ist nicht allzu groß. Der hier durchgelaufen ist nur nach oben. Und da konnte man aber sehen, hier sieht man auch aus der Value Area raus und hat sich dann mit schlappem Volumen nach oben irgendwie geschafft, beziehungsweise genau hier war dann nochmal die Eröffnung mit einem kleinen Gap, auch wahrscheinlich dem Volumen geschuldet, dattelt dann halt über Nacht da oben irgendwo außerhalb der Value Area rum und da hatte ich halt, als ich das auch schon gesehen habe, gesagt, das Ding muss eigentlich runter hier auf den Point of Control vom Vortag, der war dann halt eben hier bei 30.033 und was hat er gemacht? 8 Uhr, zack, 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 runter mit 9 Uhr, bäm, genau da unten drauf. Ne? Das war dann aber halt eben so ein, aus meiner Sicht so ein Elfmeter ohne Torwart und deswegen habe ich mich darauf festgelegt und habe gesagt, der Markt kommt da runter, ja, also ohne Konjunktiv. Also so ist das zum Beispiel, so würde ich das zum Beispiel dann halt eben einsetzen. Das ist natürlich auch keine Sache, die irgendwie in 5 Minuten erklärt ist, weil natürlich dann auch immer irgendwie Erfahrung mit reinspielt und ich dann vielleicht dann auch irgendwie mal Sachen sehe oder mache, die ich dann halt einfach so oft gemacht habe, so oft gesehen habe, dass da halt relativ viel Intuition dann halt eben vielleicht auch dabei ist, was ich dann vielleicht gar nicht oder was ich dann halt intuitiv richtig mache, aber tatsächlich gar nicht wirklich erklären kann, warum ich das so mache. Aber halt generell, wenn das Volumen dünn ist, dünn wird, ist der Point of Control die nächste Anlaufstelle, also der letzte Point of Control. Weil klar, wenn ich irgendwo, ich vergleiche es immer so ein bisschen mit dem Metzger,
Oder halt mit dem Bäcker, ja, wenn ich irgendwie viele Brötchen kaufe, beim Bäcker kaufe in leer und keine Ahnung, dann und laufe danach durch die Straße und gucke, wo ich noch mehr Brötchen herkriege. Und irgendwann hat halt keiner mehr Brötchen. Ja. Was mache ich dann, wenn ich aber irgendwie, ich brauche 1000 Brötchen, habe 800 gekauft, was mache ich? Ja, ich gehe am nächsten Tag halt dann eben wieder zum Bäcker. Ja. So, und weil es dort einfach die meisten Brötchen gibt. Also mal ganz blöd oder nicht blöd, blöd ist das ganz bestimmt nicht, aber mal ganz simpel formuliert. Ne. Und so ungefähr verhält sich das dann halt eben auch mit der Value Area. Der Markt geht dann dorthin, wo halt eben, also wenn halt eben, wenn das Volumen dünn wird, geht er eben dorthin, wo Volumen war. Das ist einfach das Natürlichste der Welt. Hast du die Frage vom Klaus auf dem Schirm? Ja, also Werner, war das soweit beantwortet oder habe ich zu weit ausgeholt gerade? Aber ich habe gedacht, ich lasse mal ein bisschen Zeit, weil jetzt hier auch nicht so viel los ist. Okay. Auf jeden Also wenn Fall jemand da ist, sehr wenn ausführlich. du, bitte? Es war sehr ausführlich. Ja, also ich War sehr meine, gut. so wie ich es halt kann. Also der Martin ist ja halt eher jemand, der zum Beispiel im Footprint ja auch unterwegs ist. Also wenn er irgendwelche Einwände hat, bitte gerne. Ne? Also ich bin nicht irgendwie, ich habe nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen. Und man kann mir auch gerne widersprechen oder halt eben auch ergänzen. Ich nehme sowas nicht persönlich, ganz und gar nicht. Okay. So, also mit dem Klaus meinst du, ne? Ich muss alle 4, 5 Tage den Stereotrader aus dem Navigator in den Chart ziehen, weil er nicht mehr aktiv ist. Chartfenster ohne Stereotrader-Symbol und Panel-Leiste, Kerzen. Ist das normal? 4 Charts offen. Puh. Nee, also. Natürlich irgendwie nicht, also vor allen Dingen, weil du ja schreibst, im Demo-Konto passiert es nicht. Wir reden aber über FX Flat, oder Klaus? Die Frage muss ich hier berechtigterweise stellen, weil es gibt ja auch die Möglichkeit, den Stereotrader anderweitig zu erwerben, anderweitig zu verwenden. Und die, okay, also über FX Flat. Da sollte es eigentlich nicht der Fall sein, weil, also für mich klingt es immer so ein bisschen, dass da halt irgendwo der Datentransfer halt einfach mal zwischendurch irgendwo einen Schluck auf hatte. Und weil der Unterschied zwischen Demokonto und Live-Konto ist eben der, wir reden ja auch über ein MT5, gehe ich auch mal ganz stark davon aus. Muss man sich so vorstellen, wenn ich im Demokonto handle, ja, da und dort zum Beispiel halt irgendwie long gehe oder short, dann wird die aus MT4. Okay, das wundert mich dann jetzt doch, weil beim MT5 ist es eben so, dass die Orderausführung asynchron ist. Das heißt, also wenn ich zum Beispiel irgendwie hier auf Flat drücke als Beispiel und dann wird es halt eben synchron ausgeführt. Das heißt, in dem Moment, wo ich drauf drücke, wird es halt direkt dann halt eben auch auf dem Server geschlossen. Beim Live-Konto ist es aber so, dass dass erstmal quasi das Kommando zum Server geht von FX Flat. Dem wird gesagt, ey, ich bin Kunde sowieso, ich hätte hier eine Position und die will ich nicht mehr haben. Und dann sagt der Server, ja, warte mal. So, und dann kommt als Antwort zurück, warte mal, okay. So, und dann kommt irgendwann so. Das ist alles im Millisekundenbereich, ne? Und dann kommt halt die Antwort hinterher irgendwann und die dann sagt, ey, ich konnte das Ding zumachen bei sowieso. Und das heißt, die Information, das ist asynchron, ne? Und das heißt, das besteht immer dann aus mehreren Schritten. So, hey, ich will das Ding zuhaben. Der Server sagt, hey, alles klar, weiß Bescheid. Ich sage dir gleich Bescheid, wo ich sie zugemacht habe. Und der Stereo-Trader bzw. Meta-Trader läuft dann halt erstmal weiter. Und das klingt nämlich tatsächlich danach, ne? Aber wenn es MT4 ist, dort ist es anders. Dort ist immer alles synchron, dort gibt es kein Asynchron. Das heißt, dort wird dann eben da auch zugemacht, in dem Moment, wo ich auf den Knopf drücke und die Antwort, also der Stereo-Trader bzw. Meta-Trader wartet, bis der Server die finale Antwort gegeben hat, wo das denn zugemacht wurde. Das heißt, das scheidet an der Stelle schon mal aus. Aber was halt auch da nicht ausschaltet, ist die Kursdatenversorgung. Also was ich halt schon ein paar Mal gesehen habe, ist, aber da kommt eigentlich eine andere Meldung, wiederum vom Stereo-Trader, wo der dann halt sagt, ey, hier stimmt was mit deiner Kursdatenversorgung nicht. Und bitte check das mal.
Ja. Und dann wird halt immer gemessen, wie lange es dauert. Also wenn der Stereo Trader zum Beispiel sagt, ich brauche den Open Low High Close von der letzten 5 Minuten Kerze, und dann wird gemessen, wie lange dauert das, bis die Antwort da ist. Und wenn die halt regelmäßig zu lange dauert, und dann schreitet der Stereo Trader da ein und sagt, ey, du hast ein Problem. Und aber da kommt eigentlich eine Meldung. Ne? Und das ist gibt's auch beim MT4 oder eigentlich vor allem beim MT4. Das passiert nur beim täglichen Start. Ja, da würde ich doch sagen, starte den noch nicht, lass den noch immer auf. Das wäre so mein erster Ansatz. Weil bei mir ist es ja so, deswegen habe ich wahrscheinlich auch extrem wenig von den Problemen, was ich nachvollziehen kann. Bei mir läuft halt wirklich alles 24 Stunden durch, ne? Den ganzen Monat. Und ich starte das Ding so gut wie nie neu. Also, aber das vielleicht nur mal als generelle Empfehlung, ne? Aber klar, wenn der PC nicht läuft. Aber ich bin halt auf dem Server, ne? Aber das klingt trotzdem. Ich meine, gerade wenn es dann irgendwie gestartet wird, wo dann ja auch der MetaTrader irgendwie gerade gestartet wurde und irgendwie sämtliche Software, Produkte auf deiner Kiste ja dann halt irgendwo irgendwelche Daten aus dem Netz ziehen, das klingt für mich tatsächlich irgendwie nach einem Schluckauf, der einfach dann aber mit der Verbindung zusammenhängt, ne? Also unbefriedigend vielleicht meine Antwort jetzt erstmal klingen mag, so ernst ist es aber gemeint. Ne? Ja, klar, also auch wenn nur der Stereo Trader drauf läuft, es läuft ja trotzdem Windows drauf. Es läuft ja trotzdem ein Haufen Zeug im Hintergrund, es läuft die Datenversorgung vom MetaTrader im Hintergrund, da geht schon einiges an Traffic durch. Ne? Von daher ganz, ganz schwer zu sagen, ne, wo es da halt hakt. Aber meine andere Frage, warum MT4? Weil MT4 ist halt einfach so aus meiner Sicht, aus technischer Sicht, ist halt eine Krücke, ne? Das ist kein zeitgemäßes Produkt mehr. Ich würde halt immer irgendwie jedem empfehlen, dann doch auf, wenn möglich, auf die MetaTrader 5 Version zu wechseln. Ja, wegen Kontotransfer. Ja, okay. Aber das nur am Rande. Aber wie gesagt, das ist das Einzige, was mir da jetzt wirklich plausibel dazu einfällt. Also es ist halt auch jetzt nichts irgendwie, was ein generelles Problem ist, ne? Was jetzt irgendwie generell bekannt wäre. Von daher kann ich das jetzt leider dann auch nicht besser beantworten. Ich glaube, wenn der Florian da irgendwie im Support irgendwas wüsste, irgendeine Regelmäßigkeit, dann hätte er auch schon was gesagt dazu, aber Nee. das ist halt tatsächlich nichts Generelles. Ja, so hier sieht man übrigens, ne, dass halt die Value Area, auch wenn sie hier jetzt nicht echt ist, aber dass die halt dann doch reagiert und da unten, ne? Also, dass der Markt nicht einfach dadurch wackelt und man halt eben eine neue Value Area ausbildet, sondern dass gerne halt dann auch mal genutzt wird, um den Markt einfach mal ein Stück tiefer zu schieben, beziehungsweise um nochmal Anlauf zu holen. Wenn er jetzt hier zum Beispiel mal angenommen, ja, man will den Markt nach oben befördern, macht man das natürlich so am besten so tief wie möglich. Und sowas ist dann halt, kann man immer nur mutmaßen, ne, warum halt solche Bewegungen dann halt sind. Das könnte wirklich natürlich sein, dass da ein Marktteilnehmer sagt, ey, ich prügel jetzt hier erstmal raus. Ja, ich sehe hier das Volumen dünn und ich versuche hier irgendwie ein paar andere Teilnehmer rauszudrücken. Ja, hier klar, wenn jemand hier irgendwie eine Long-Position hatte und hat dann irgendwo hier seinen Stop am Low, der fliegt dann erstmal und nutzt erstmal meine monetäre Power, um den Markt ein Stück tiefer zu drücken. Und hier halt einfach markttechnisch ist da erstmal halt alles weg, ne? Weil die Stops lagen ja hier unten und dann kaufe ich mich hier unten nochmal neu ein. Ja, so könnte sein. Also ist aber, wie gesagt, reine Spekulation, weil dazu müsste man dann irgendwie alle befragen, die jemals am Markt aktiv gewesen sind, um da halt irgendwo eine tatsächlich brauchbare Antwort, ja, dann halt zu finden. Vielleicht, aber vielleicht schiebt er auch hier weiter nach und keine Ahnung.
Aber wenn er jetzt nochmal hochgeht, dann wäre das tatsächlich das Plausibelste. Ne? Oder es ist ihm einfach hier die Luft ausgegangen, weil hier unten dann doch wiederum zu viele sitzen, die sagen, nee, 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 nee. Hier nicht. Ist das problemlos möglich, vom MetaTrader 4 auf 5 zu wechseln? Also ich würde mal sagen, ja. Das, ja, also was heißt problemlos möglich? Also es ist nicht so, dass man einfach mit dem gleichen Login sich einfach in den MT5 einloggt oder sowas. Also am besten geben Sie uns vom Service einfach kurz Bescheid, dass Sie jetzt einen MT4 haben und gerne auf den MetaTrader 5 wechseln möchten. Dann erstellen wir für Sie ein MetaTrader 5-Konto und können dann auch das Guthaben transferieren, wenn Sie das möchten, und dann dementsprechend das neue Konto auch für den Stereo-Trader freischalten. Das ist möglich. Aber es geht jetzt nicht, dass Sie das einfach so von sich aus machen können. Wir müssen ein neues Konto erstellen. Ja, genau, also ein anderes Konto auf jeden Fall, ne? Weil die ganze Logik dahinter ist halt eine andere. Deswegen ist es komplett technische andere Infrastruktur auch. So, was eben der Nick, wurdest du über mein Problem schon informiert bezüglich Take Profit und Stop Loss, fehlende Angaben? Steht nur NA da, also keine Preise. Was heißt keine Preise? Muss ich nochmal nachhaken. Also NA. NA steht eigentlich da, NA heißt not available. Also N-A. Das heißt, die Information ist nicht verfügbar. Wenn jetzt gemeint ist, das da. Also wenn ich jetzt hier irgendwie die Maus drüber bewege, dann steht er hier. Ich hoffe, man kann das erkennen. Weil hier oben steht es ja dann auch nochmal. Ja, war nicht so gut heute, das Helpdesk Live Trading. Da steht ja hier Gibt bei schon mal Risk bessere. Reward. Was? Gab schon mal bessere Helpdesk-Live-Tradings, Das stimmt, ja. weißt Genau, ja. Also wenn hier NA steht, ja, dann muss ich jetzt hier auch nochmal die Frage stellen, du bist schon bei FX Flat mit deinem Konto, oder? nein, Dirk, da hast du auch eine Mail von uns zu bekommen vorhin. Ah, okay. Der Robin hatte dir da eine Mail detailliert zugeschickt. Okay. Da stehen alle Informationen dazu drin. Dann an den Teilnehmer, das kann der Dirk sehr wahrscheinlich jetzt hier so spontan nicht beantworten. Das muss er sich einmal genau angucken, aber wir haben alle Informationen Okay, dann an den habe ich die Dirk bis jetzt auch. weitergeleitet. Über welches Symbol reden wir denn? Das ist Symbole unabhängig und das konnten wir auch reproduzieren. Das hat mit den neuen Konten zu tun. Da sind die Instrumente noch nicht richtig gemappt. Ah. Ja. Ja, es klingt nach einem Ball, den ich an FX zurückspielen Ja. Ich weiß. Ja, also es Guck dir kann das natürlich. erstmal an. Ja, ich muss mir das angucken, klar. Also bei den Lizenzen war es ja auch so, das geht ja mittlerweile, ne? Gehe ich ja mal stark von Genau. aus. Ja, Lizenzen funktionieren. Ja, das habe ich am Wochenende, habe ich das ja schon gelöst. Und das hier muss ich mir dann nochmal separat angucken. Nee, Genau. ich habe ja so ein Konto, um da mal reinzugucken, mache ich dann. Genau, muss mal gucken unter Instrument. Ja. Da steht dann unmatched irgendwas, dass das nicht verfügbar Unmatched. ist. Ja, okay. Aber ist alles mit Screenshot und so Ja. hinterlegt, der Mail, die du bekommen hast. Alles gut. Ja, okay. Ja, weil nur grundsätzlich, sorry, da nochmal an der Frage, weil ich gesagt habe, dass sicher ist, dass FX Flat ist, weil es ist tatsächlich so, die ganze Risikoberechnung, ne, die funktioniert tatsächlich nur hier zum Beispiel jetzt bei FX Flat, ne? Also wenn ich jetzt irgendwie bei Broker Timbuktu ein Konto aufmache, mit dem und mit dem Stereo Trader sonst woher besorge und dann steht da immer NA, ne? Weil halt, es ist halt der Sorgfalt geschuldet, weil dann einfach die Erfahrung wirklich gezeigt hat, dass die meisten Broker einfach überhaupt gar keinen Wert drauf legen, dass die Daten im Hintergrund richtig sind. Und das soll man nicht meinen, aber ist tatsächlich so. Und deswegen ist halt alles, was mit Risiko zu tun hat, mit sämtlichen Brokern, mit denen ich nicht schon mal mindestens 5 Bier getrunken habe, deaktiviert. Das So kann ist die man es machen. Voraussetzung, ne? Das Das ist ist die die Voraussetzung. Mindestvoraussetzung, ja. Die Mindestvoraussetzung. Genau. Ab 10 Bier kann man dann auch oben einstellen, hier, die Quick Buttons, dass die auch Paris, ja, das geht ja erst ab 10 Bier. Nein, also, wie gesagt, das ist halt tatsächlich eine Frage der Qualität einfach, ne? Und deswegen ist die auch nicht bei allen Brokern einfach so aktiviert, die Funktion.
Falls irgendwie der eine oder andere hier dabei ist, der irgendwie, was wir, ich will nicht sagen, nicht hoffen, also ich kann nur jedem empfehlen, wenn ihr ein Konto habt oder wenn ihr den Stereo-Header benutzt und hier im Webinar dabei seid, dann macht auch ein Konto bei FXFlat auf, weil da seid ihr mit Sicherheit gut aufgehoben. So sieht's aus. Absolut. Okay, sind jetzt noch offene Fragen von den Teilnehmern? Weil gerade ist jetzt keine Frage, die mehr offen ist. Und ich habe was gesagt, da kommt direkt eine Frage, Dirk. Ist es denn schon einmal vorgekommen, dass aufgrund technischer Probleme eine Order nicht schließen konnte oder ähnliches? Gott. Also, grundsätzlich kannst du ja, ne? Der Stereo Trader ist ja ein Interface für den MetaTrader. So, grundsätzlich kann man ja, also alles, was ich hier sehe, ja, sehe ich ja auch hier unten. Und wenn jetzt irgendwie es vorkommen sollte, dass halt irgendwie der Stereo Trader irgendwie gerade keine Lust hat, nur weil die Frage ist ja, ob technische Probleme meine Order nicht schließen konnte oder ähnliches. Ja. Sollte es so sein, was in der Regel ja sicherlich nicht der Fall ist und auch bestimmt nicht an der Tagesordnung liegt, trotzdem grundsätzlich ist ja nichts ist unmöglich, habe ich hier unten immer noch die Toolbox und kann hier unten immer noch schließen. Ja. Aber es ist genauso mit dem Stop-Loss, Take-Profit, was man hier sieht. Das ist ja normalerweise auch so eingestellt, dass ja auch der Stop-Loss, ne, dann ja auch beim Broker landet und nicht nur vom Stereo Trader verwaltet wird, kann man auch andersrum machen. Dann hätte man vielleicht das Problem, in so einem Fall, wenn dann der Stereo Trader irgendwie aussteigen würde, dass man dann halt eben, dass der Stop-Loss nicht gegriffen würde. Aber auch dann habe ich immer noch die Chance, hierüber dann halt eben die Position dicht zu machen. Ne? Also von daher passiert das, es hat eigentlich, ja, ne, muss man sich nicht wirklich Gedanken drum machen. Sondern die Frage ist ja dann, ne, das, okay, ich wollte ein Späßchen machen, ich lasse das jetzt mal. Aber generell, ich meine, der Stereo Trader ist ja dazu da, und damit man halt eben mit den ganzen Positionen, Trades und so weiter ja halt wesentlich besser cleverer umgehen kann, als jetzt ohne, und das gelingt ja auch in der Regel, ne? Aufzeichnung wird es geben. Ja, also das Webinar wird aufgezeichnet. Da keine Sorge. Kontaktmöglichkeit von Timo. Dirk, hast du die parat? Sonst müsste ich das raussuchen. Tatsächlich nicht. Also am besten irgendwie, also wenn es VPOC betrifft, ja, dann schreibt doch bitte einfach über FXFlat und dann wird es ja auch weitergeleitet an die richtige Stelle. Jupp. Bevor ich jetzt hier irgendwas rausgebe, wo der Timo nachher sagt, bist du irre? Ach. Ich schreibe hier einfach an alle die Handynummer von Timo. Wo Jo, ist der das war doch mal überhaupt? was. Da Er freut hat er sich sich. eingeloggt und ist nicht da, oder wie? Was ist das denn? Der ist da. Der hat das Vielleicht. Webinar auch im Fokus, also der sieht's auch. Ja, guck mal, da ist er. Ich sag doch, wenn du das ansprichst, gibst die Nummer raus, ist er sofort da. Aha, sehr gut. Ja, Timo, wir wollten gerade deine Nummer hier weitergeben. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Natürlich nicht, war Spaß. Nein, also Timo, wenn du vorhin nicht mitgehört hast, da war eine Frage zu VPOC. Und zwar direkt ganz am Anfang. Huch, der Marc macht aber hier irgendwas, was er gerade nicht machen soll. So ein bisschen. Aber das Schöne beim Demokonto ist ja, man hat immer Margin bis zum Anschlag. Aber der könnte jetzt natürlich jetzt hier erstmal die 860 tatsächlich voll machen. Noch einmal Corona Gap auf der Unterseite. Und bevor er dann halt irgendwie nochmal hochzieht. Habe die halbe erste Stunde verpasst. Ja, also ganz oben, Timo, war die Frage. Seit einer Woche fehlen VWAP, OVP, SUP, Fehleranzeige und SUP im VPOC. So, Fehleranzeige laut Terminal. Could not download remote file. Neue Installation hat nichts gebracht. Und da habe ich halt gesagt, da bin ich ja leider so der ganz falsche Mann dafür, um die Frage sinnvoll zu beantworten. Das müsste eigentlich der Timo machen, weil er das halt programmiert hat. Und ich auch die ganzen Meldungen gar nicht kenne. Also weißt du da was? Also ich habe jetzt auch nicht von anderer Stelle irgendwas gehört. Ne? Sonst würde ich halt sagen, ja, das ist irgendwie
generelles Ding, aber mir ist jetzt gerade auch nichts bekannt. Schon gar nicht seit einer Woche. Also ich glaube, dann wäre uns der Orkan hier schon aufs Dach gestiegen. Huch, wo ist mein Long schon wieder hin? Das ist ein teures Webinar hier. Ja, also er sagt auch, soll er einfach mal bitte an FX Flat mit allen Details da hinschreiben und dann kann man sich das angucken und dann halt dann eben auch sehen, was es damit auf sich hat und der Sache dann halt besser nachgehen, ne? Weil es halt eben auch, so würde ich das auch mehr interpretieren jetzt, es ist kein generelles Ding, sonst wüssten wir es. Also das wüsste ich, ich wüsste es dann eigentlich als erstes. Und also weil ich das Feedback immer als erstes bekomme, aber dann halt nicht von Anwendern, sondern eher dann halt von Orkan. Und der Timo wird es umgekehrt wiederum auf dem Server sehen, wenn da irgendwas komisch läuft. Was, wie kann man Zeiteinheiten hinzufügen? Im MT5 halt nur, ne? Ich glaube hier oben mit Rechtsklick, oder? Customize. Wow. Ja, da hat der Rechtsklick. MT5 halt ein paar mehr Zeiteinheiten als der Genau. MT4 einfach, ne? Man kann jetzt aber nicht hingehen und einfach Zeiteinheiten, die nicht verfügbar sind, einfach noch darüber hinaus hinzufügen. Das Das funktioniert nicht. funktioniert nicht. Nein. Das funktioniert natürlich nicht. Gut, die Okay. Schulstunde ist aber auch um. Dann würde ich an der Stelle sagen, ja, machen wir hier den Deckel drauf, wenn du einverstanden bist auch. Ja. Ne? Und dann, ja, sage ich an der Stelle dann mal Dankeschön fürs Dabeisein, für die Fragen. Es waren ja nicht so viele, aber die, die waren, ich hoffe, bis auf VPOC konnte jetzt dann auch alles soweit beantwortet werden. Und sag da mal, bis zum nächsten Live-Trading. Das ist in 2 Wochen, müsste das sein, übernächsten Dienstag. Weil das letzte war jetzt gerade am Freitag, das letzten Dienstag. Also müssten wir in 2 Wochen dann wieder hier sein. Nee, Nee? nächste Woche Dienstag. Nächste Woche Dienstag, okay. Ja, letzte Woche Dienstag hattest du, morgen ist keins und nächste Woche Dienstag ist dann wieder. Achso, stimmt, ja, ist ja. Das ist letzte Woche zwei wegen NFP. Im Tag etwas vertan. Ja, genau. Also nächste Woche Dienstag dann im Live-Trading. Jupp. Sehr gerne mal. Also, dann wünsche ich euch einen schönen Abend. Danke fürs Dasein. Auch an dich, danke, Florian. Gute Besserung. Danke. Danke an Timo hier fürs kurz reingrätschen. Und dann sage ich mal bis dahin. Aber du hast sehr gerne wie immer das letzte Wort. Ich danke dir. Ja, vielen Dank an dich. Vielen Dank an die Teilnehmer. Super wieder mit dabei gewesen. Diesmal nicht so viele Fragen, aber ich hoffe trotzdem, dass der Dirk die Fragen so gut wie es geht beantworten konnte. Dirk, du hast ja die eine Sache, hast du noch von uns? Genau. Und da werden wir an den Teilnehmer dementsprechend, sobald wir da einen Fortschritt haben, auch natürlich sofort eine Rückmeldung geben. Mehr habe ich nicht hinzuzufügen. Wir hören uns dann nächste Woche Dienstag zusammen mit Dirk hier wieder. Morgens 8:45 Uhr, Live-Trading Börseneröffnung. Ich hoffe, dann läuft es besser als heute im Helpdesk Live Trading. Von daher, ich wünsche Ihnen allen einen schönen Abend und wie immer gesund bleiben, auf die Positionen aufpassen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.